Der SCDAFK Leipzig zu Gast beim HC Erlangen. Die Geschichte zu diesem Spiel ist die, noch nie gab es einen Auswärtssieg. Das in bisher schon 15 Spielen. Das Hinspiel endete 20:19 für die Leipziger. Und die treffen hier zum 1:1 in der Anfangsphase. Es war von Anfang an ein offenes Spiel. Immer wieder aus dem Rückraum gefährlich. Matti Klima mit am Ende 6 Toren Topscorer des SCDHFK. Sie versuchen es zu Beginn mit einer offensiven Deckungsvariante. Domenico Ebner mit der Parade und dann geht's schnell nach vorne. Dann aber der HC Erlangen auch drin in der Partie mit Stefan Seitz, der U21-Weltmeister zum Ausgleich 5:5. Es ging die ganze Zeit hin und her, keine Mannschaft konnte sich sonderlich absetzen. Auf beiden Seiten die Torhüter drin in der Partie, aber nicht der ganz große Faktor an diesem Tag. Clement Verlin mit der Parade. Aus dem Rückraum aber erfolgreich, Franz Semper, wenn er so viel Anlauf kommt, dann gibt es kein Halt mehr für den Rückraumrechten der Leipziger. Die 5-1-Deckungsvariante macht den Erlangern das Leben durchaus schwer, aber sie finden immer wieder Möglichkeiten. Und so bleibt es ein Spiel auf Augenhöhe. Luka Witzke auf der anderen Seite, Clement Verlin mit der bärenstarken Parade im 1-gegen-1. Da war die Lücke riesengroß, aber kein Durchkommen für den Rückraummitte der Leipziger. Wir sind kurz vor der Pause. 13:13 der Stand. Und dann trifft Erlangen zur Führung. Es waberte die ganze Zeit hin und her. Die 3-Tore-Führung von Erlangen Mitte. Durchgang 1 war die höchste Führung bis hierhin. Doch Leipzig zündet den Turbo, führt zur Pause mit einem Treffer. Rein in Durchgang 2. Guter Start für die Erlanger. Mit Bertram Obling im Kasten. Er zeichnet sich mehr und mehr aus im Verlauf des Spiels. Der Schnellangriff erfolgreich. Erlangen wieder zum Ausgleich. Über Tim Gömmel, der Youngster, der seinen Vertrag erst kürzlich bis 2027 verlängert hat. Immer wieder der HCE erfolgreich. Sie stellen auf 19:17. Aber Leipzig kommt zurück. Ausgleich wieder in Minute 43. Und dann sogar die Führung zum 21:20 wieder. Und weiter bleibt es ein Spiel auf Augenhöhe. Die Erlanger, sie brauchen natürlich so dringend einen Sieg, denn durch die Ergebnisse der anderen Mannschaften wollen sie natürlich nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Und sie wehren sich, sie fighten. Am Ende wird es aber die Niederlage. Der erste Auswärtssieg in diesem Matchup, 29:26. Die Erlanger müssen weiter zittern, um nicht doch noch irgendwie in den Abstiegsstrudel hineinzukommen. Alle Spiele live und auf Abruf bei Dein.